Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Einzelreview von mir, und zwar diesmal zu Spider-Schwein bzw. Spider-Ham. Daran steht im Schatten von Civil War, wenn man das so wirklich sagen soll. Das ist halt nur so ein spaßiger Aufhänger von dem Ganzen. Spielt halt parallel zu der Handlung von Civil War, beeinflusst das Event aber nicht, und das wird auch nicht wirklich von Civil War beeinflusst. So viel zum Thema Civil War und dem Spider-Schwein, weil hier drauf steht auch nochmal ganz dick Civil War. Kam 2008 raus für den Comic-Salon Erlangen. Hier sieht man auch dieses Ding, und der ist auf 555 Exemplare, ist das Comic, limitiert. Und zwar fängt alles damit an, dass der Spider-Schwein bzw. Spider-Ham hier rumsitzt und sich darüber Gedanken macht, warum keine so guten Ideen mehr kommen, warum er sich zu langweilt. Und dann fällt ein, dass es daran liegt, dass es keine Sprechblasen mehr gibt, sondern nur noch diese Kästchen, die sinnlos vor einem rumhängen. Deswegen fängt er die alle ein, weil er damit aufhören möchte, in diesen Kästchen zu denken, beziehungsweise keine echten Denkblasen mehr zu haben, und spaziert dann halt so ganz traurig lang. Und dann sieht man hier den Civil War, der hinterhin sich abspielt irgendwie, aber den interessiert das gar nicht. Und dann sieht man, dass Captain America sich darüber aufregt, dass es jetzt ein neues Merchandise-Gesetz gibt, was dem Staat ermöglicht, so viel Merchandising von den Superhelden zu machen, wie es nur geht, ohne dass die Helden ein Zentrum verdienen, bis Miller darauf aufmerksam macht. Hier sieht man dann kurz vor Mark Miller den Arm, dass es sich dabei um das Registrierungsgesetz handelt, und dann bricht halt der Civil War erst richtig los, und Spider-Schwein geht halt weg, weil er sich halt mehr Sachen darüber macht, dass er keine Gedankenblasen mehr hat. Trifft dann auf Dr. Strange, mit dem er dann irgendwie in eine andere Dimension gerät, wodurch er dann verschiedene Dimensionen gerät. Hier ist er irgendwie unter als der Ham unterwegs. Ich weiß nicht, auf welchen Marvel-Helden das eine Anspielung sein soll. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es bitte in die Kommentare rein. Dann ist er auch als Wolverham unterwegs, ganz kurz. Und die Geschichte spinnt sich dann halt weiter. Hier sieht man noch Iron Ham oder Hulk Ham, beziehungsweise Green Ham heißt er. Oder die fantastischen Hams. Der Ham. Ich glaube, das war's dann schon noch. Dann gibt es noch Ant-Ham, dann hier, das war noch ganz cooler Titel, ultimative Captain America, dann Hambit und Hamneto, auch ganz lustig. Und dann geht's halt weiter, bis er dann auf zurück, und hier ganz, ganz kurz auch noch das hier, die Zombie-Hams. Und dann geht's halt drauf weiter, bis er halt irgendwie auf die Denkblasen wieder stößt. Das war es auch schon komplett mit dem ganzen Comic, das halt recht kurz ist, ein One-Shot, der von Straczynski geschrieben wurde. Und hinten dran ist noch ein Interview mit Mark Miller und Steve McNiven, die ja zusammen an Civil War gearbeitet haben, wo sie so ein bisschen was über die einzelnen Bände und die einzelnen Entscheidungen an Civil War reden. Ist ganz nettes Bonusmaterial. Gerade wenn man den Civil War vielleicht gerade eben erst gelesen hat, dann ist es vielleicht ganz interessant. Mittlerweile ist es halt schon sehr verdammt lang her, und es gab seitdem, was weiß ich, wie viele zusätzliche Marvel-Events. Von daher, trotz dessen ganz netter Anbei. Ich kann dem Ding natürlich nur so eine Trash-Bewertung geben, also Trash-Punkte, wie ich das immer mache bei so Comics, die nicht wirklich ernst zu nehmen sind. Dann gebe ich dem Ding auch tatsächlich 5 von 5 Trash-Punkten. Macht Spaß. Ich weiß nicht, wie gut oder wie schwer das zu bekommen ist. Müsst ihr mal auf eBay gucken oder je nachdem auf der Comic-Messe. Ich sehe gerade, die Zeit ist um für dieses Video. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen nach oben und ein paar Abos da. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.